lies within. Hallo und herzlich willkommen zum Abenteuer in die Julischen Alpen. Die Rückkehr vom Alpenabenteuer 2021 ist nur wenige Tage entfernt. Seitdem stürzte ich mich wieder ins Berufsleben. Bereits nach kurzer Zeit kam das Gefühl, kam das Bedürfnis hoch, wieder losfahren zu wollen. Der Entdecker in mir, das Freiheitsgefühl, meldeten sich zurück. Und nun ruft wieder das Abenteuer, die Sehnsucht ist groß. Daher Urlaub beantragt, die Tour geplant, mein Bruder Marco gefragt und ab zum Ziel. Die höchsten Gipfel der Julischen Alpen. Na dann, viel Spaß beim Schauen. Während dieses Abenteuers planen wir nur wenige Tage ein, denn mehr Urlaub gibt der Arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt nicht her. Den restlichen Urlaub plane ich für das Abenteuer des Jahres. Die Westalpen. Aber dazu später mehr. Diesmal wollen wir den Mangard und den Vrsutschpass fahren und auf dem Weg dorthin entdecken wir das vermeintlich schönste Tal Europas, das Sotschatal. Nach der mal wieder beschwerlichen Anfahrt von Berlin über 800 Kilometer haben wir die letzte Nacht auf einem Campingplatz in Hallein, nähe Salzburg, in Österreich verbracht. Die eintönige Autobahnanfahrt erspare ich euch. Für gerade mal knapp 13 Euro durften wir mit dem Motorrad und Zelt je Person und Nacht unterkommen. Unser Plan ist es, im Süden Österreichs einen neuen Campingplatz zu finden und von dort aus eine Tagesfahrt nach Slowenien zu unternehmen. Am Folgetag geht es auch wieder über 1000 Kilometer in die Hauptstadt Deutschlands zurück. Am ersten Fahrtag erleben wir das erste Highlight, die Malta-Hochalmstraße. Mahlzeit! Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Na, dann machen wir doch mal. Bitte? Nee, einzeln. Da kann man schön selber zahlen. So weit geht die Brüderliebe nicht. Geht das, ja? Hört sich gut an. Sonst wäre der Ton anders. Der Ton. Danke. Drücken Sie einen Knopf, dass es grün wird? Ja? Genau. Ich muss mich immer so beeilen, die kommt bestimmt gleich rot. Wenn ich schon über die Handschuhe anhat. Beben jetzt lachen. Danke, tschüss! Dann drückt er einen Knopf. Hallo. 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 So. Da drückt einen Knopf, dann wird die Ampel grün. Die Ampel ist grün. Die ist immer grün, oder was? Ja. Schranke weg. Ja, da hätten wir durchfahren können. Achso, die Schranke habe ich gar nicht gesehen. Stimmt, da ist eine Schranke. So, Malta. Hochalmstraße. Ich wollte gerade Hochalpenstraße sagen, aber Hochalmstraße. Danke. Hier gibt es auch Wasserspiele an der Seite. Ich bin gespannt, ob wir auch ein paar Wasserfälle sehen. Und natürlich werden wir Wasserfälle sehen, aber auch grandiose Landschaften und tolle Ausblicke. Denn die Malta-Hochalmstraße zählt zu den schönsten Alpenstraßen Kärntens. Vorbei geht es an Kärntens höchstem Wasserfall. Wir durchfahren mehrere durchaus steingehauene Felstunnel und kehren immer am Maltatal entlang. Auch das Tal der stürzenden Wasser genannt. Wenn man die Anzeige sieht, da ist die Anzeige.
Zwei enge Stellen der Auf- und Abfahrt sind jeweils mit Ampeln geregelt. Hier wartest du teilweise auf Grün bis zu 20 Minuten. Du solltest also ein geduldiger Mensch sein. Immer wieder geht es vorbei an tosenden Wasserfällen hoch hinauf zur Köln-Breinsperre, einem der beliebtesten Ausflugsziele Kärntens. Die höchste Staumauer Österreichs mit dem wunderschönen Köln-Breinspeichersee. Die Köln-Breinsperre ist eine architektonische Meisterleistung. Mit 200 Meter Höhe und 626 Meter Breite ist sie die größte Staumauer Österreichs. Hier oben herrscht hochalpines Wetter, was sich am tobenden Wind zeigt. Du schärfst die Sinne, nimmst den Augenblick wahr und spürst die Kraft der Berge. Ach ja, tatsächlich. Hab ich gar nicht gesehen. Der Wasserfall. Boah, schön. Wow. Also ist tatsächlich sehenswert, muss man wirklich sagen. Die Malta Hochalmstraße. Boah, wie das Wasser da runterläuft. Schöner Fotospot hier. Ihr seid geflier. Ich hab eine Flierenhals gekriegt. Kommt davon, wenn man zu viel Quatsch beim Fahren und die Luke nicht schließt. Ja, und wenn das Visier geschlossen ist, dann sieht man natürlich die atemberaubende Schönheit der Malta Hochalmstraße nicht. Die 14,4 Kilometer, bei der du 1022 Höhenmeter zurücklegst, sind eine absolute Erlebnisfahrt. Zahlreiche Wasserfälle, Felsentunnel, Spitzkehren und wahnsinnige Aussicht auf etliche 3000er bekommst du hier geboten. Erst war ich wegen der Maut skeptisch. Lohnt sich das überhaupt für eine Sackgasse? Die Antwort habe ich mir selbst geben können. Ja, der Preis ist meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt. Die Malta Hochalmstraße ist von Anfang Mai bis Ende Oktober im Setfenster von Montag bis Sonntag von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Can we just
Nachdem uns in der Nacht ein Unwetter in Angst und Schrecken versetzt hat, mehr dazu in den Outtakes, geht es nun in Richtung der höchsten Pässe der Jurischen Alpen, rein in Slowenien. Auf dem Weg zum Sotschatal, dem Vrsesch-Pass und dem Mangartsattel planen wir den Wurzenpass ein. In 2009 wurde auf dem Wurzenpass ein russischer T-34-Panzer aufgestellt. Er symbolisiert die während des Kalten Krieges eingerichteten Verteidigungsstellungen der Milizsoldaten, um für den Ernstfall eines Abwehrkampfes gerüstet zu sein. Wir machen uns weiter auf den Weg, durchfahren die Grenze nach Slowenien und gut 20 Kilometer weiter erreichen wir den Vrsesch-Pass, den höchsten für den allgemeinen Verkehr befahrbaren Gebirgspass Sloweniens. Seine Scheitelhöhe liegt auf 1611 Meter, was natürlich nicht sehr hoch ist. Er überzeugt aber mit seinen 50 nicht immer einfach zu befahrenen Kehren und einer Länge von 27 Kilometer. Teilweise bestehen die Kehren noch aus Pflastersteinen, die während des Baus im Ersten Weltkrieg gesetzt wurden. Die Wintersperre beginnt Ende Oktober und endet Anfang Mai. Der Pass ist auch Ausgangspunkt für zahlreiche Bergtouren in die Jülichen Alpen. Und besonders toll ist die teilweise hervorragende Aussicht auf die umgebende Bergwelt. Keep on.
wir fahren weiter über die Südrampe des British Passes in Richtung Trenta und kurz dahinter öffnet das Sotschertal ihre Pforten. Das Sotschertal selbst wird von der Sotscha durchflossen, vom sogenannten smaragdgrünen Fluss. Und er trägt seinen Namen zurecht, denn mit seiner charakteristischen blaugrünen Farbe gilt die Sotscha als einer der schönsten Flüsse Europas. Ihr Flusslauf ist von kleineren und größeren Wasserfällen, von Stromschnellen und engen Felsschluchten geprägt. Sie bahnt sich den Weg durch atemberaubende Landschaften, grüne Täler und enge Schluchten. Bei einer Tour mit dem Motorrad erlebt man unzählige spektakuläre Highlights und wunderschöne Orte. Rauschende Wasserfälle, tiefe Klammen, hohe Berge, schwindelerregende Hängebrücken und die prächtige Natur. Sotscha und ihre Nebenflüsse sind ein Paradies für begeisterte Naturliebhaber. Du kannst hier ausgezeichnet Rafting, Canyoning und Ähnliches unternehmen. Ja, und ihr merkt schon, ich bin total begeistert von dem Ort. Im Nachhinein ärgere ich mich darüber, nicht noch mehr Erinnerungen mitgenommen zu haben. Die Fahrt geht über 30 Kilometer immer an der Sotscha entlang. Eine Kurve folgt der nächsten. Ein absolutes Motorradparadies. Und dann erreichen wir am Fuße des Mangardsattel das Predl-Viadukt. Eine 129 Meter lange Brücke, die mit einer Spannweite von 86 Metern die größten Brückenbogen in den Alpen aufweist. Sie überwindet die Schlucht auf einer Höhe von 60 Metern und hat ein ziemlich imposantes Erscheinungsbild. Kurz hinter dem Predl-Viadukt, auch Mangard-Viadukt genannt, geht es hoch auf den Mangard. Dabei gefällt die Strecke mit teilweise extrem schmaler Fahrbahn, die doch an der einen oder anderen Stelle eine Schweißperle auf die Stirn treibt. Sehr oft geht es an diesen Stellen meterweit in den Abgrund. Hier solltest du auf jeden Fall konzentriert bleiben und auf möglichen Gegenverkehr gefasst sein. Wenige Kilometer später erreichen wir dann die Mautstelle. Die Mautstelle, die gern mal unbesetzt ist. Wir haben an diesem Tag leider Pech und müssen Maut bezahlen. Guten Abend, hallo. Hi. Deutsch. Deutsch? Ja, es ist 10 Euro pro Motorrad, bitte. Okay, dann 20, ne? Zweimal, ja. Ja, ja. Müssen wir mal gucken, ob ich genug Geld mit habe. Ja. Kennen Sie die Straße? Waren Sie schon hier? Nee. Hier sind es noch 9 Kilometer, Sie fahren auch durch Tunnels. Am Ende kommen Sie dann auf den Sattel auf eine Höhe von 2100. Ja. Und es ist auch eine Hütte. Der ganz letzte Kilometer oberhalb von der Hütte schon ist aber leider ein fertiger Steinschlag. Ah, okay. Vorher geht der Park oder wen. Ja. Das aber die ganze Zeit gefährdet. Ja, okay, alles klar. Ja. Marco, ich habe keine 20 Euro mit. Kann ich mit EC-Karte bezahlen? EC-Karte? Ah! Wirklich? Moment, ich muss mal gucken. Hast du kein Bargeld mehr, Marco? Warte mal, ich hab hier noch zwei. Moment, zwei. Vielleicht reicht es. Ich habe ja nur Kleingeld. 13. 15.
15, warte, der kann reichen. Warte. 16. 16. Moment, kann man mal hier? Ja. So, warte, so. Ja, Moment. 16. 17. Und da noch 3. 3. Ich scheiße, ich hab wirklich kein Geld mehr. Ja. Super, fantastisch. Vielen Dank ebenso. Ich muss nur noch betteln gehen. Heute. Nachdem wir die Mount Bar bezahlten, startet die Erklimmung des höchsten legal anfahrbaren Punktes der Jülichen Alpen, der sogenannten Lahnscharte. Unser letztes Highlight des Abenteuers. Bis zu einer Scheitelhöhe von 2046 Meter und einer maximalen Steigung von 14% geht es 10 abenteuerlich angelegte Kilometer, teilweise dramatisch verschlungen, das Gebirge hinauf. Der Asphalt an sich ist sehr gut und an unserem Fahrtag waren auch extrem wenig Fahrzeuge unterwegs. Unser persönliches Statement zum Sattel, auch wenn der letzte Teil der Auffahrt gesperrt ist, lohnt es sich, die Strecke zu fahren. Die Frischluft, der Weitblick und diese Ruhe einfach unschlagbar. Das Abenteuer geht weiter. Schon Angst. Ich weiß nicht, ob das zu hören ist, aber über uns ist die Hölle los. Der hat mich aufgegessen. Huha. Komm, die Show mal raus.